meinen Namen erwähnt und wusste sofort, worum es ging. Der hat nicht einmal das Wort Prämie oder irgendwas Geld oder irgendwas im Mund genommen. Der Bauer wusste es einfach. Niklas lootet überall. Ganz ehrlich, was ist das für eine Firma? Ich weiß nicht, ich kann gar nichts mehr einschätzen. Du kannst nichts einschätzen, wenn du nie dort bist, ja. Ich zieh's halt leider, ich zieh's halt, so. Du bist halt einen Monat da und bist jetzt schon mehr im Krankenstand als dort, Alter. Also, so, wieso wusste ich das? Ich hab dich empfohlen, Alter. Mein Ruf ist einfach im Arsch. Ich muss meine Stunden für Freitag einarbeiten, du Stück Scheiße. Ja, zu Recht, Alter, du hast noch nie in deinem Leben gearbeitet. Die Fresse. Ich hab's auch für ein schönes Wochenende gehabt. Ein schönes langes Wochenende, meinst du nicht? Schöne zwei Wochen. Aber, hast du dich heute auch schon testen lassen? Ja, deswegen. Und? Weiß ich nicht, ich such kein Ergebnis da. Was soll ich machen, wenn es 24 Stunden braucht? Niklas, jetzt chill deine Eier. Parken gehen. Hallo? Hallo. Ist auf einmal so still hier. Nein. Ich war, weißt du eigentlich, wie viel Stress du mir eigentlich bereitest? Einfach weil ich nicht weiß, ob ich am nächsten Tag gekündigt werde oder nicht. Oh nein, du bist zwei Wochen zu Hause, zockst den ganzen Tag und schlafst nur. Ich hab so viel Stress im Leben. Boah, wirklich. Du scheiß Snowflake. Beschwer dich doch auf Twitter. In deiner LGBT-Gruppe. Hab ich hier. Außerdem mein einziges Problem im Leben bist du und meine Eltern. Und deine Arbeitsstelle, die du verlierst, weil du nicht hacken gehen willst. Wieso? Die Arbeitsstelle ist ja bereit, mir noch weiter in das Geld zu zahlen, obwohl ich zu Hause bin, weil die Regierung sie dazu zwingt. Jochen, die Regierung ist schuld. Schau dich an, ich bist doch ein armes Individuum, die Regierung. Die Regierung ist schuld. Du schiebst mir jetzt die Schuld für fucking Corona in die Schuhe, oder was? Ja. Du sagst, ich bin schuld jetzt an Corona. Ja. Du sagst, ich bin schuld an der Scheißpandemie. Daniel, hast du 2020 eine Maske getragen Anfang des Jahres? Nein. Hast du dir die Hände gewaschen? Nein. Daniel, wollen wir reden drüber? Hast du Abstand gehalten oder hast du immer deine Kieferhaare zu dir zum Kiefer eingeladen? War ich den ganzen Scheiß Lockdown überarbeiten? Ja. Warst du zu Hause? Hab ich einmal Corona gehabt oder du? Ich wette, du bist doch so grindig, du hast wahrscheinlich den Party die Grätze gegeben, weil kurz nachdem hat bei dir warte die Grätze gehabt. Ja, natürlich. Durch mich hat er die Grätze. Ich hatte die Scheiße noch nie in meinem Leben. Niemand in meinem Haushalt hatte die Scheiße noch nie in seinem Leben. Aber ich bin schuld dafür, dass er sogar beim fucking Praterstern wohnt, oder? Ich bin schuld, dass er dort gemeldet ist, dass er neben meinem Hafen herbeispaziert wohnt. Würdest du endlich dich mal davon überzeugen, dass du ein normaler Österreicher bist, der arbeiten geht, da etwa nicht so viel Armut und nicht so viele Jugendliche, die im Praterstern leben müssen? Würdest du was für die Gesellschaft machen? Du bist schuld, Daniel. Solltest du mal lernen, was es heißt, in den Krieg zu gehen. Der derselbe untauglich ist. Ich bin nicht untauglich! Schau dich an, das Corona! Der darf nicht kämpfen. Ich kann die anderen anstecken. Mach mal eine Biowaffe, so grindig wie du bist. Daniel, du bist untauglich. Nein, ich darf gar nicht, oder ich muss nicht, so rum. Ja, vor allem nicht, weil österreichische Staatsbürger, deswegen scheißt er so sehr auf das Land, in dem er großgezogen worden ist, in dem er wohnen kann, der Arbeitsstelle hat. Also das ist ein Dank
Scheiß Ausländer. Schau, wenn ich 36 bin, dann mache ich meinen Österreichischen Staatsbürgerschaft. Wie gibt's die FPÖ? Wenn ich 36 bin, mache ich die österreichische Staatsbürgerschaft, dann brauche ich auch nicht mehr ins Heer. Warum 36? Warum nicht schon jetzt, hä? Ja, weil ich da nicht mehr ins Heer muss. Oder Zivildienst oder sonst irgendwas. Ach so, du bist, okay, du willst deinem Staat nicht einmal dienen, darum geht's dir, okay? Ja, ich will kein Reservist werden, ich geb dir recht. Alter, ich schreib dem Strache eine Mail, dass du eine Doppelstaatsbürgerschaft hast. Ja, wundert mich nicht, scheiß 23. Bezirk, du bist überhaupt der Strache-Wähler. Ich wohne im Industriebezirk und das arbeite ist, für die Industrie. Das Ding ist, überall wo du hinläufst, überall wo du hinläufst, weht gleichzeitig der FPÖ-Wind. Ich mein... Gut. Ein Volk, ein Reich, eine Nation. Volk, ein Reich, eine Nation. Bitte sag das noch einmal und mach ein Foto mit Kickel. Hättest du nicht, du hörst bald auf mit FF und machst eine Pause? Nein. Doch, das sagst du, lüg dich. Ich hab gesagt, okay, passt, wenn ich mit Raiding fertig bin. Ja, bist du nie, das ist das eine Lüge. Wenn du schlecht bist. Es gibt halt leider nur ein Problem, Niklas, ja. Ich kann nichts dafür, dass FF halt einfach, ich weiß nicht, ein gutes Spiel ist. Es gibt doch Leute, die sagen, Roman der Wurm ist ein gutes Spiel, also... Ja, was heißt das jetzt? Ja. Ach Gott, damit. Was? Diese Ausreden kann Daniel aus dem FF. Das kenne ich doch aus dem FF. Und wer sagt, kein Mensch auf der Welt behauptet, dass Roman der Wurm ein gutes Spiel ist, Niklas? Auch du. Ah ja, ich, stimmt. Das ist ein gutes Spiel. Wie viel Geld hast du eigentlich mit Leuten dich rum in der Wurm gemacht? Ich? Gar nichts. Ja. Gar nichts. 240. Das ist das Geld kannst du jetzt Sequel reinstecken. Ich mache ein Prequel. Nein, ich mache ein Sequel, ich höre zum Schmetterling. Und ja, genauso funktioniert das. Roman die Raupe. Ja, Roman die Raupe. Oh man, da war mal das NFT. Daniel, willst du mal... Ja, das NFT wird dann Roman das Kokon. Niklas, kostet mein NFT? Warte, ich schick's dir. Wie viele Firmen willst du dafür? Zwei. Was? Was? Wie viel? Zwei. Zwei, weil die eine Firum kostet $10,000. Dann frag mich so dumm. Wait. Wie funktioniert das? Yes, that's correct. So. Ihrem Kurs. Okay, nicht ganz, aber 2500 Euro kostet eine Firum. Da bitte, meine NFT kaufst oder nicht. Nein, du musst so schreiben, dass das irgendwie deine krebskranke Tochter gezeichnet hat in den letzten sterbenden Momenten. Und dass das so hochpusht und du musst das Geld, was du für das NFT machst, musst du in ihre Research reinstecken. Du hast gerade gesagt in den letzten Momenten. Nein, du musst es in Krebs-Research reinstecken, damit andere nicht so leiden müssen. Du hast recht. Ich sollte das wirklich machen. Scheiß Krebs. Probier's, wenn du reich bist, will ich aber einen Anteil. 10%. Passt! Thank you.
Weiter, 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 Roman, Roman. Ja. Roman. Ja. Roman. Ja. Wie heißt doch mal unser Medizinarzt, der ganz hoch ist? Nicht der Nehammer. Wie heißt der höchste Mediziner? Nicht der Gerichtsmediziner. Du meinst, das ungewöhnlich noch, ja? Warte, Gesundheits... Mückstein! Mückstein! Okay. Mückstein. Ich bin... Nein, nicht Mückstein, nein, 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 nein. Meinst du ein Gesundheitsminister oder was? Ja, Gesundheitsminister. Ja, nein, nein, das ist der Mückstein, nein, 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 den habe ich nicht gemeint. Meine Mutter hat gesagt, mein Headset geht.